Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video zeige ich euch, warum auf dem Röntgen- oder CT-Bild welche Struktur schwarz oder weiß oder irgendwas dazwischen ist und bringe Licht in den Dschungel aus verwirrenden Begriffen rund um Transparenzminderung, Verschattung, Aufhellung und so weiter. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema, wie funktioniert eigentlich Röntgen? Wir haben uns ja schon in anderen Videos damit beschäftigt, wie Röntgenstrahlung entsteht und wie eine Röntgenröhre und das Aufnahmegerät aufgebaut sind. Falls du diese Videos noch nicht kennst, dann verlinke ich sie dir hier und in der Videobeschreibung nochmal. In diesem Video wollen wir uns zunächst mal angucken, warum welche Struktur auf dem Röntgen- oder CT-Bild schwarz oder weiß oder eben grau ist. Ich werde dabei zwar vom Röntgen reden, es ist aber wichtig, dass genau dieselben Prinzipien auch für die CT gelten. Anschließend schauen wir uns dann an, wie man die verschiedenen Dichtebereiche auf einem Röntgenbild auf schlau, sprich auf radiologisch nennt. Das braucht man nämlich, wenn man ein Bild korrekt beschreiben und einen Befund daraus ableiten will. Wie ist das also jetzt mit den unterschiedlichen Graustufen auf einem Röntgenbild und welche Strukturen erscheinen auf dem Film schwarz, weiß oder in einer Graustufe, die irgendwo dazwischen liegt? Bei der Aufnahme eines Röntgenbildes produziert die Röntgenröhre, wie wir bereits aus dem Lehrvideo zur Röntgentechnik wissen, Röntgenstrahlung, die aus dem Strahlenaustrittsfenster austritt, den Patienten durchstrahlt und dann auf einem Detektor, früher auf einem Film, auftrifft. Die Dichte, also quasi die Weißheit des entstehenden Bildes, hängt davon ab, wie viel Röntgenstrahlung vom Gewebe, das sie durchstrahlt, absorbiert wird und am Ende am Detektor ankommt. Je mehr Röntgenstrahlung von Gewebe entweder absorbiert, also geschwächt wird, und oder je mehr Strahlung gestreut wird, desto weniger kommt am Ende am Detektor an und desto weißer ist die Struktur auf dem entstehenden Röntgenbild. Je weißer, desto dichter ist ein Gewebe. Die dichtesten Strukturen auf dem Röntgenbild sind Metall und Knochen. Sie sind weiß. Das Gegenteil ist Luft. Luft ist für Röntgenstrahlen komplett durchlässig und absorbiert keine Strahlung. Das Paradebeispiel dafür ist die Lunge, die zumindest beim Gesunden überwiegend aus Luft besteht. Die Lunge lässt die Röntgenstrahlung nahezu komplett durch und diese kommt ungeschwächt am Detektor an und kommt schwarz zur Abbildung. Sie konnte früher, als man noch mit Filmfoliensystemen und noch nicht digital gearbeitet hat, also den Film schwärzen. Auch Fett ist sehr dunkel, fast schwarz auf einem Röntgenbild. Alle anderen Weichgewebe liegen in einem Graubereich irgendwo zwischen den beiden Extremen schwarz und weiß. Jetzt wissen wir, welche Strukturen auf dem Röntgenbild schwarz, weiß oder grau sind. Was wir uns jetzt noch anschauen müssen, ist, wie man das am Ende im Befund nennt. Das ist nämlich genau andersherum, als man es vielleicht intuitiv benennen würde, erklärt sich aber genau aus dem, was wir gerade gelernt haben. Aber der Reihe nach. Wenn etwas auf dem Röntgenbild weiß, also sehr dicht ist, nennen wir das Dicht, Verdichtung, Verschattung oder Transparenzminderung. Wenn etwas im Gegensatz dazu schwarz ist, nennen wir das transparent, Dichteminderung, Aufhellung. Spätestens hier wird verständlich, warum ich sagte, das Ganze sei nicht immer so direkt intuitiv. Schwarz gleich Aufhellung oder Transparenzerhöhung. Aber wenn man das Prinzip der Schwärzung eines Bildes durch Röntgenstrahlung einmal verstanden hat, ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer, sich auch diese Begriffe zu merken. Jetzt bleibt vielleicht die Frage, welchen dieser vielen verschiedenen Begriffe, die alle dasselbe meinen, man am besten verwenden sollte. Letztlich ist es natürlich was sehr Subjektives. Ich persönlich würde empfehlen, sich das Begriffspaar Transparenzminderung, Transparenzerhöhung zu merken und in Zukunft für die Beschreibung von hellen, weißen und dunklen, schwarzen Arealen auf dem Bild zu verwenden. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Fassen wir also nochmal die wichtigsten Punkte zur Röntgendichte zusammen. Die Dichte einer Struktur auf dem Röntgenbild hängt davon ab, wie viel Röntgenstrahlung vom Gewebe absorbiert wird und am Ende am Detektor ankommt. Je weißer eine Struktur auf dem Bild, desto dichter ist ein Gewebe. Die dichtesten Strukturen auf dem Röntgenbild sind Metall und Knochen. Luft ist für Röntgenstrahlen komplett durchlässig und absorbiert keine Strahlung. Sie ist auf dem Bild schwarz. Wenn etwas auf dem Röntgenbild weiß, also sehr dicht ist, nennen wir das Dicht, Verdichtung, Verschattung oder Transparenzminderung. Wenn etwas im Gegensatz dazu schwarz ist, nennen wir das transparent, Dichteminderung, Aufhellung oder Transparenzerhöhung. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und Sehen und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!